Day in my life. Heute habe ich den Tag mit Klavierspielen begonnen und habe mir dann einen Matcha gemacht und gefrühstückt, während ich Emma Chamberlain Podcast gehört habe, mein absoluter Lieblingspodcast. Dann habe ich ein bisschen Haushalt gemacht und mich dann an den PC gesetzt, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte und habe ein paar YouTube-Videos von meinen Lieblings-YouTubern geschaut. Und danach habe ich mich angefangen, fertig zu machen, weil heute wollte ich wieder zum Pole Dance gehen. Und das heißt, ich habe erst geduscht und mein Gesicht gewaschen, mich eingecremt und Zähne geputzt. Und dann habe ich direkt meine Tasche gepackt mit meinem Pole-Outfit, meinen Schuhen und natürlich meiner Wasserflasche, die darf man nicht vergessen. Dann ging es direkt auf den Weg ins Pole-Studio und wir haben uns, nachdem wir uns warm gemacht haben, ein paar Flows heute gemacht. Also keine ganzen Choreografien, sondern einfach nur kleine Abschnitte, sag ich mal, die halt flowy sind. Und dieses ganze Flow-Zeug im Pole ist extrem anstrengend, weil du die ganze Zeit Körperspannung brauchst und die ganze Zeit in diesen Schuhen auf Zehenspitzen bist. Aber es macht auch unnormal viel Spaß. Und dann bin ich nach anderthalb Stunden wieder nach Hause, hab mir einen Kaffee gemacht und mich mit Essen gestärkt.